Axt. Ja, noch mehr Lava. Weg damit. Yay, oh, wo ist meine Wasserquelle? Da. Ah, wenn das so weitergeht, ist meine Eisenbahnlinie irgendwann in Sicht. Ja, ich habe durch Minen Level bekommen. Es geht also doch, es geht nur sehr langsam. Okay, ist hier noch ein Gang? Ja, ein bisschen Kohle ist auch mal wieder eine schöne Abwechslung. Oh, Monster. Kommt her. Ich höre sie nur dummerweise über mir, das ist eine schlechte Position. Ich weiß nicht, welches... Ah, alles klar. Was ich davon halten sollte. Aber jetzt ist alles wieder gut. Wo ist mein Diamantschwert? Schade, ich habe eins. So ist das ja nicht. Ich habe doch ein Diamantschwert. Sollte es auch mal benutzen. Ja, hier geht's weiter runter, dann mal hier lang. Oh, hier geht's aber weit weiter runter. Hier sind ziemlich viele Schluchten. Unangenehm. Ach komm schon. So. Ich glaube, diese Stampfer, die dauernd Geröll zerstören, sorgen auch für so einige Ruckler im Spiel. So schön das ist mit den Golems, wenn die so viel ruckeln, dann muss ich die seltener machen. Yep. Ich muss sie auch schon seltener machen, alleine weil sie mir zu viele Diamanten geben. Okay, das Vieh ruckelt und ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass immer wenn ich in der Gegend gucke, wo viele von euch sind, es einfach nur viel ruckelt. Natürlich, sie buddeln ja auch und machen Krach und bewegen sich, versuchen einen Weg zu finden und hängen fest. Ich glaube, ich habe den Grund gefunden, warum es dauernd ruckelt. Es sind vor allem diese Golem-Viecher. Fall mal runter. Er will nicht runterfallen. Na gut, so, dann fall mal um. Ah, was ist denn jetzt kaputt? Es ist tot, auch schon große Höhle. Lass es gut sein. Ich muss diese Region markieren, damit ich wieder zurückfinde. Der Golem ist tot, es ist jetzt in Ordnung, du darfst nicht mehr ruckeln. Da oben war's. Wie soll ich denn wieder hier hochfinden? Hä? Hä? Wie soll das gehen? Holz platziere ich nur sehr ungern hier so weit runter. So, das ist auf jeden Fall eine gute Markierung. Okay, so, dann wird das hier zum Leiter. Ich sag nur, ich noch ein bisschen Cobblestone zurück. Und nicht zu viel riskieren, denn ich habe lange nicht mehr übernachtet. Wäre ein unnötig langer Rückweg. Oh, hier geht's tief runter. Dann mal eben wieder Wasser stopfen. So, das reicht. Schön, hier geht's Lava-Level-mäßig runter. Also Schluchten sind hier auf jeden Fall reichlich vorhanden. Ich habe noch keinen Überblick darüber, wie viele. Sie sind alle nicht sehr groß, aber es sind viele kleine, die sich wie wild kreuzen.
Lass das. Sehr fein. Hahaha, hier geht's wie tief runter. Ich bin irgendwie auf die andere Seite gekommen. Ich glaube nicht, dass ich das. Das habe ich gegraben. Das war kein Monster. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Hey, 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 hey. So, mal ein bisschen Licht verbreiten. Und ab nach unten. Holla. Okay, zum Glück ist da unten keine Lava, aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ich will jetzt nicht den Wasserfall runterreiten und unten kein Wasser haben. Das ist mir zu langsam und zu gefährlich auf lange Zeit. Deswegen habe ich mich hier die Wand entlang. Ba, ba, ba. Oh, welche Wand? Was zum Henker geht hier vor? Hier kreuzen sich die Schluchten, das ist ja mal nicht zu passen. Dann wird das hier eine Brücke. Sehr schön. Die Episode ist, die Staffel ist gerettet. Davon langsam unglücklich zu sein und uninteressant zu sein, wenn sich hier so viele Schluchten kreuzen, gibt das doch noch eine schöne Staffel.